ich jetzt schon abbrechen und mit dem reden. Schieß zuerst, schieß zuletzt, feiert mit mir, was für ein Fest. Na gut, ja. Leg an, zieh Feuer. Ja. Ja, ja, ich bin bereit zu kämpfen, machen wir es. Ladies, und halten Sie sich an Ihren Sitzen fest und bitte, bitte halten Sie sich vom Rand des Rings fern. Er ist wild, er ist unberechenbar, er ist ein manischer Psychopath. Doch zwitt in die... Giftgranate, Schallgranate, ich nehme mal Giftgranate, nee, Betäubung. Prima! So, jetzt starker Angriff, schnell! Ganz schnell, starker Angriff und... Dadge! Und noch ein! Medikit und... Noch ein! Noch in dem rein! Ah, scheiße! Prima! Medikit und rein! Komm, das schaffst du, Chewie! Alter, mach doch. Yes! 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 Es ist vorbei. Der Kampf yes. Schreckensherrschaft ist vorbei. Ladies and yes, 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 yes. Yeah, escape. Das speichern wir jetzt so schnell, das glaubt ihr gar nicht. Guckt, gespeichert. Das war jetzt richtig schnell, ey. Jetzt reibe ich dem meine Niederlage unter die Nase. Ihr seid schnell, seid flink, schlagt sogar Twitch. Ja, das habe ich gesehen. Hey, Behälter. Okay, das kann man nehmen. Mein Glückwunsch mit Stereo. Ihr seid der neue Champion. Twitch hatte einen guten Start, aber ihr wart noch besser. Hier ist euer Preisgeld. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich habe keinen Gegner mehr für euch. Ihr seid einfach zu gut. Niemand will mit euch in den Ring steigen. Der Einzige, der in Frage käme, ist Bendak Starkiller. Aber der ist im Ruhestand. Schade. Die Leute würden ein Vermögen ausgeben, euch gegen Bendak kämpfen zu sehen. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Weil wir hatten vorher irgendwas mit 500. Oh! Ey! Oh, ich habe immer noch nicht genug. Erfahrungspunkte. Und? Twitch ist mein Favorit. Hallo, ich habe dir gerade geschlagen. Keiner dieser Kämpfer hätte eine Chance gegen Bendak Starkiller. Alter! Ey, wie scheiße sind die? Sind die irgendwie blöd im Kopf? Schließen, wartet. Was? Das kann ich nicht hier nicht machen. Warum kann ich das hier nicht machen? Zum Versteck. Ja. Prima, sind wir wieder geheilt. Ach, das ist doch schön, wenn wir wieder geheilt sind, ne? Eingang der Kantine. Und jetzt kriegen wir unser recht wohlverdientes Kopfgeld. Ich speichere aber vorher noch mal kurz. Und zwar hier. So. Bendak Starkiller. Hab euch im Duellring beobachtet. Nicht übel für einen Amateur. Bin fast versucht, meinen Rücktritt noch mal zu überdenken und euch zu zeigen, wie ein... Aber bei mir gibt's nur Todesduelle. Und es sind nicht viele Leute, die bereitwillig in den Ring steigen, wenn sie wissen, dass sie nicht mehr rauskommen. Wie wär's mit euch? Ich bin hier um das Kopfgeld. Ja. Also macht ihr die Drecksack, diese... Ja. Ich hab euch im Duellring gesehen. Abgemacht, Bendak. Sagt mir Zeit und... Na endlich, Frischfleisch. Azur regelt alles weitere. Sprecht mit ihm. Er braucht eine Weile, um alles zu arrangieren. Kein Grund also, hier die ganze Zeit herumzuhängen. Ich bin da, wenn euer letztes Stündchen geschlagen hat. Ah, er haut ab. Feigling.
Ich hab's schon gehört, Mysterio. Ihr und Bendak plant ein Todesduell. Das sind tolle Neuigkeiten. Die Leute werden bei diesem Kampf ein Vermögen verwetten. Dieser Graf, was wollt ihr? Ein Kampf muss gut vorbereitet sein. Ich muss Beamte bestechen, damit sie mir nicht dazwischen funken. Verlass die Kantine und komm später wieder. Ja, gut. Speichert und lädt. Cool, aber jetzt endlich haben wir es geschafft. Ich glaube, so weit war ich noch nie. Ehrlich, so weit war ich wirklich noch nie. Diese verdammte Quarantäne. Es ist schlimm genug, dass wir hier nicht weg können. Aber jetzt haben wir... Ja, ist recht. So, hier wollte ich nämlich noch rein. Das ist relativ wichtig. Ah, hier. Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Tarisianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Niemand soll sagen, dass Zelka Vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Rakul? Was ist das? Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Das sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Gibt es kein Heilmittel? Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Vielleicht könnte ich ja das Serum irgendwie für euch beschaffen. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Menge des Serums bei sich. Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Aber ich glaube nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Macht euch keine Sorgen, Zilka. Ich beschaffe das Serum für euch. Bitte sagt so etwas nicht. Wenn die Sith das hören, könnten sie auf die Idee kommen, ihr wollt eine ihrer Patrouillen angreifen. Sie könnten mein Spital schließen. Ich habe nur vom Serum gesprochen, weil ihr danach gefragt habt. Ich erwarte gar nicht, dass mir jemand das Serum beschafft. Also dann, kann ich sonst etwas für euch tun? Ich muss jetzt gehen. Lebt wohl und gute Gesundheit. Wenn ihr jemals medizinische Hilfe benötigt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. So, jetzt zeige ich euch mal was. Das ist ein elender Lügner. Ach. Ha. Was macht ihr da? Geht nicht da rein! Die Tür ist nur für Angestellte! Was geht hier vor? Nee, hey, ich kenne diese Männer. Das sind Soldaten der Republik. Ihr kennt die Soldaten? Aber wie? Oder seid ihr ein Freund der Republik? Ich stehe auf Seiten der Republik. Ihr könnt mir vertrauen. Ich schätze, ich sollte euch besser sagen, was hier vorgeht. Ich hoffe nur, die Sith finden nichts heraus. Seitdem die Raumschlacht dort oben tobte, hat man mir insgeheim republikanische Soldaten gebracht, die auf dem Planeten abgestürzt sind. Ich musste sie verarzten. Welche Wahl hatte ich denn? Ihre Verletzungen sind schrecklich. Die meisten von ihnen werden nicht überleben. Aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass sie während ihrer letzten Tage keine Schmerzen haben. Immerhin sind sie hier vor den Sith sicher. Dafür schon mal herzlichen Dank. Es ist beruhigend, wenigstens ein paar dieser Männer in mitfühlenden Händen zu wissen. Ich wage kaum, mir vorzustellen, was die Sith tun, wenn sie die Soldaten hier entdecken. Doch die Sith waren nur einmal hier und haben mir ein paar Fragen gestellt. Vermutlich sind meine Befürchtungen unbegründet. Kann ich irgendwie... Nee, keine Sorge, euer Geheimnis ist bei mir sicher. Danke, dass ihr mein Geheimnis bewahrt. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun, aber leider hat auch die Medizin ihre Grenzen. Ich fürchte, es gibt nichts, was man noch für die Soldaten tun kann. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach vorne gehen, falls jemand hereinkommt, der meiner Hilfe bedarf.
So, tschüss. Der redet uns. Ihr da, einen Augenblick mal. Ich möchte mit euch über das Rakgul-Serum sprechen. Ich habe da ein Angebot, das euch interessieren könnte. Ein Angebot? Was meint ihr damit? Selka ist nicht der Einzige, der an dem Rakgul-Serum interessiert ist. Davik Keng wird euch 10-mal so viel zahlen als Selka, wenn ihr ihm das Heilmittel bringt. Warum benötigt Davik das Heilmittel so dringend? Davik ist an allem interessiert, aus dem man Profit schlagen kann. Er könnte ein Vermögen mit dem Serum verdienen, indem er es an die Kranken verkauft. Nicht so wie Selka, der es praktisch verschenken würde. Ja. Warum kümmert es euch, wer das Heilmittel bekommt? Naja, Selka kann es sich nicht leisten, mir viel zu bezahlen. Wenn ihr das Serum an Davik verkauft, bekomme ich vermutlich eine nette Vermittlungsgebühr. Was ist, wenn ich Selka davon berichte, dass ihr Davik helft, das Heilmittel zu bekommen? Ich werde es einfach leugnen. Wem glaubt ihr, wird er eher glauben? Mir oder jemandem von einer anderen Welt? Seid doch nicht dumm. Ihr habt mehr davon, wenn ihr das Serum an Davik verkauft. Ich denke, ihr werdet das Serum wohl eher Selka geben. Es wird... Ja. Es ist ja schön und gut, Leuten zu helfen. Aber manchmal muss man sich selbst helfen, richtig? Ich sage euch, Davik wird euch eine Menge Geld für das Heilmittel bezahlen. Mehr Geld, als sich Selka jemals leisten kann. Und natürlich können sich nur die Reichen das Serum leisten. Sollen die Armen doch verrecken. Wenn ihr das Rakgul-Serum findet, bringt es einfach Zax im Kopfgeldbüro. Er arbeitet für Davik und wird euch für das Serum das zahlen, was es wirklich wert ist. Escape, Spiel speichern. Ja. Okay, prima. An dieser Stelle mache ich dann auch Schluss. Wir sehen uns. Oder besser gesagt, wir hören uns. Tschüss.